Was geht? Cory hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo ich die Bibel lese, euch zeige, wie man die Bibel liest, indem ich die Bibel lese. Ich hoffe, das macht Sinn. Wir haben bis jetzt Markus Kapitel 1 bis 13 durchgenommen. Wir haben so viel jetzt schon erfahren und jetzt geht's langsam gegen Ende. Ohne zu viel zu spoilern, ne? Verrat und Tod und Wiederauferstehung und so geht's jetzt weiter und heute werden wir weitermachen mit Markus Kapitel 14. Aber bevor ich anfange, bete ich erstmal. Herr, danke Vater für diesen heutigen Tag. Ich danke dir so sehr, dass wir jetzt in deinem Wort lesen können und dass alle Leute einfach jetzt oder in Zukunft einfach das anschauen können und einfach mit in deinem Wort lesen können, etwas erfahren können, von dir lernen können, Herr. Ich bitte dich, dass du mir die richtigen Worte in den Mund setzt, dass ich nicht einfach nur irgendwas erzähle, sondern dass ich wirklich dein Wort weitergeben kann, Herr. Ich danke dir so sehr für die Möglichkeit. Bitte segne diese Zeit jetzt. Amen. So, bevor wir anfangen, vergesst doch nicht zu abonnieren und zu liken. Aber starten wir einfach mit Vers 1. Und da heißt es: Es waren nur noch 2 Tage bis zum Passafest und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten noch immer nach einer Gelegenheit, Jesus heimlich zu ergreifen und zu töten. Auf keinen Fall während des Passafests hatten sie beschlossen, sonst gibt es einen Aufruhr. Jesus hielt sich inzwischen in Bethanien im Haus Simons auf, eines Mannes, der von Aussatz erkrankt war. Als sie beim Essen saßen, kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß voll kostbaren Öls. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige am Tisch waren darüber entrüstet. Warum wurde dieses kostbare Öl verschwendet? Fragten sie. Sie hätte es für ein kleines Vermögen verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie wiesen sie scharf zurecht. Doch Jesus hielt ihnen entgegen: Lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat mir doch etwas Gutes getan. Die Armen werdet ihr immer bei euch haben. Ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Sie hat getan, was in ihrer Macht stand und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo die gute Botschaft gepredigt wird, wird man sich auch an die Tat dieser Frau erinnern. Kurze Zusammenfassung zu dem, was wir gerade gelesen haben. Wir sehen, dass in ein paar Tagen das Passafest stattfinden wird und auch das Fest der ungesäuerten Brote. Und wir sehen immer noch, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer, dass sie Jesus töten wollten, aber sie wollten nicht an diesen heiligen Fest machen. Und dann sehen wir noch, dass Jesus bei jemandem zu Hause ist und dort kommt eine Frau auf ihn zu und gießt Öl über seinen Kopf, um ihn für sein kommendes Begräbnis zu salben. Und die Leute um ihn herum fanden das unmöglich, dass diese Frau so viel kostbares Öl ausgegeben hat oder verschwendet hat, um Jesus damit zu salben. Aber ja, worum geht's hier? Erstmal fangen wir an, Passafest. Passafest haben die Juden damals gefeiert, um den Auszug aus Ägypten zu feiern. Die Juden waren in Gefangenschaft in Ägypten und wurden dann durch Mose aus Ägypten rausgeführt. Und das ist eine Sache, die sie am Passafest feiern. Und wir sehen auch wieder, dass die obersten Priester und die Schriftgelehrten alles nur getan haben, um ihren Ansehen auch nicht zu gefährden. Also sie wollten Jesus zwar töten, aber sie wollten bloß nicht, dass das irgendjemand mitbekommt. Also sie wollten bloß alles heimlich machen, weil sie wussten, dass sie ein bisschen Hate abbekommen würden, wenn sie das in der Öffentlichkeit gemacht hat, weil Jesus ja auch sehr beliebt war zu der Zeit. Und dann sehen wir weiter, dass Jesus bei jemandem zu Hause ist und dass sie dort aßen. Und dann kommt eine Frau mit einem Gefäß. Und erstmal war dieses Gefäß super schön, sehen wir hier in Vers 3. Kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß. Also nicht nur das Gefäß war wunderschön, sondern es war auch Öl darin, was sehr kostbar ist. Wir sehen hier griechisch einen Alabastergefäß mit teurer Salbe, reiner Nadel. Und wir wissen auch,
Wir sehen hier später in Vers 5, dass es ein kleines Vermögen ist, dieses Öl. Und es wäre viel besser gewesen, wenn man das verkauft und die armen Leute davon etwas gegeben hat, statt es auf einmal zu verschwenden oder auf einmal zu benutzen. Aber Jesus sagt hier, wenn es weitergeht, warum macht ihr diese Frau fertig? Sie macht genau das Richtige, denn sie weiß, sie versteht, wer hier vor ihr sitzt und sie versteht, was als nächstes passieren wird. Weil Jesus hat es ja auch mehrere Male jetzt schon gesagt, dass er gehen wird, dass er sterben muss und so weiter und so fort. Und sie hat dann auch zugehört, weil die anderen Männer drumherum, die haben wohl nicht zugehört, als Jesus gelehrt hat und erzählt hat. Auch die Jünger haben immer ein Problem damit, wenn Jesus davon sagt, ja, ich werde sterben. Nee, die wollen das ja lieber verhindern, obwohl das ja der ganze Plan ist, warum Jesus überhaupt gekommen ist. Diese Frau, die übrigens Maria, die Schwester von Martha und Lazarus ist, weil diese Szene kommt ja in mehreren Evangelien gleichzeitig vor, oder wird auch erzählt. Und dann sehen wir hier in Johannes 12, da nahm Maria ein 12 Unzen fassendes Fläschchen mit kostbarem Nadenöl, salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihren Haar. Und Jesus sagt auch noch hier, über diese Frau werden wir noch lange reden, jedes Mal, wenn wir die frohe Botschaft erzählen. Also können wir ja mal mehr von ihr erzählen und deshalb habe ich auch nochmal ihren Namen rausgesucht, denn dann können wir leichter erzählen, wer diese Frau doch war. Denn Maria hat einfach erkannt, wer hier vor ihnen ist. Und zwar Gott höchstpersönlich in Menschenform. Dass er da ist, ist gerade mehr wert als die ganzen armen Menschen an diesem Augenblick. Also die Armen werden immer da sein und sie werden immer was für die Armen machen können, aber Jesus wird nicht immer da sein. Und deshalb war das, was Maria hier getan hat, richtig, obwohl es für uns ja auch ein bisschen suspekt rüberkommen könnte. Genau, aber lesen wir weiter. Markus 14 ab Vers 10. Und da heißt es, danach ging Judas Iskariot, einer der 12 Jünger, zu den obersten Priestern, um Jesus an sie zu verraten. Die Priester waren hoch erfreut, als sie hörten, warum er gekommen war, und versprachen ihm eine Belohnung. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, um Jesus zu verraten. Und hier sehen wir den Verräter. Also jeder, der sich irgendwann mal irgendwie mit der Bibel auseinandergesetzt hat, weiß, dass Judas die Person ist. Judas ist der Jünger, der Jesus verrät. Aber Jesus selber hat es ja schon gespoilert, oder nein, nicht Jesus selber, sondern Markus hier selber. Also wir haben ja angefangen in den ersten paar Kapiteln von Markus, hieß es ja auch schon, das hier ist Judas, der Jesus verrät. Also es wurde ja schon gespoilert, dass Judas die Person ist, die Jesus verrät. Und er macht das alles, um Geld zu bekommen. Und wir sehen auch, dass Judas ein bisschen geldgierig ist, anhand von Matthäus 26, Vers 15 oder Johannes 12, Vers 6. Da heißt es nämlich, doch es ging ihm gar nicht um die Armen. Er war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für seinen eigenen Bedarf. Und da sehen wir schon in den anderen Büchern, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, in Johannes wird nochmal beschrieben, wie Judas Iskariot wirklich war. Und außerdem lesen wir auch in einem anderen Buch über Judas, dass Judas vom Teufel angestiftet wurde. Das lesen wir in Lukas 22, Vers 3 und Johannes 13, Vers 12. Und da heißt es, da fuhr Satan in Judas Iskariot, der einer der 12 Jünger war. Und dann heißt es nämlich weiter, er ging zu den obersten Priestern und Befehlshabern der Tempelwache, um mit ihnen zu beraten, wie er Jesus am besten an sie verraten könnte. Also wir sehen hier, auch der Teufel hat was damit zu tun. Aber der Teufel selber schießt sich damit ja ein Eigentor, weil es war ja eh von Anfang an geplant, dass Jesus gekommen ist, um zu sterben. Also
Hätte er es nicht gemacht, dann sah er schon ein bisschen anders aus. Alles klar. Und ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für heute. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Vergesst doch nicht zu abonnieren, zu liken und euch alle anderen Videos auf meinem Channel anzuschauen. Sonst, falls ihr noch ein paar Fragen habt, schreibt sie noch unten in die Kommentare. Ich beantworte sie gerne. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar. Halt, halt, bevor ihr geht, ich habe hier noch zwei Sachen, wo ihr draufklicken könnt. Einmal die Playlist von allen anderen Markus-Kapiteln, die ich bis jetzt durchgenommen habe. Und hier ist ein anderes, interessantes Video. Klickt doch einfach mal drauf.